So, da bin ich wieder. Heute geht es um die Bitpanda-Gewinnspiele. Da sind ein paar Fragen aus der Community reingekommen. Wir schauen uns das heute gemeinsam nochmal genau an, wie man daran teilnimmt. Falls ihr euch fragt, wieso ich so fertig ausschaue, heute war echt ein anstrengender Tag. Geschirrspüler ist eingegangen. Dann meine Frau wollte unbedingt zum IKEA eine Sache holen. Wir waren da stundenlang in diesem Scheißladen drinnen. Ich bin rausgekommen mit Kopfschmerzen, einem neuen Tisch und vier Stühlen. Die Geldbörse hat geblutet, was tut man nicht alles für seine Frau? Kommen wir zurück aber zu den Gewinnspielen. Vielleicht holen wir es mit den Gewinnspielen wieder rein. Ihr wisst ja, das Halving-Gewinnspiel hat schon gestartet. Es gab einmal 5x 2000 Euro im BTC zu gewinnen. Und jetzt hat die zweite Runde begonnen und man kann 5x 3000 Euro in BTC gewinnen. Wie nimmt man daran teil? Also, wenn ihr das Video heute seht, ihr habt noch morgen den ganzen Tag Zeit, um daran teilzunehmen. Man muss mindestens 210 Euro in eine Kryptowährung deiner Wahl investieren und dann nimmst du schon am Gewinnspiel teil. Das ist aber nicht das einzige Gewinnspiel momentan auf Bitpanda. Momentan gibt es auch ein Gewinnspiel zu Friend 3. Das läuft ein bisschen länger. Bis zum 17. März hat man noch Zeit, daran teilzunehmen. Man muss mindestens 25 Euro in Friend 3 investieren und hat dann die Chance, 1000 Euro in Friend 3 zu gewinnen, also 15 Leute werden gezogen. Dann gibt es noch ein zweites Whale-Gewinnspiel. Wer am meisten Friend 3 im Verlosungszeitraum kauft, kann dann nochmal 5000 Euro in Friend 3 gewinnen. Da werden aber nur zwei Leute gezogen. Und wir schlagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir investieren einfach 210 Euro in Friend 3 und nehmen somit an beiden Gewinnspielen teil. Ich habe das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf durchspielen lassen, weil ich, ja, ist jetzt nicht so spannend, wenn ich was swap. Ja, hier seht ihr es auch nochmal in der Übersicht. 214 Euro waren es jetzt, die wir in Friend 3 von GRT rüber geswappt haben. Haben damit auch unseren wöchentlichen Swap gemacht, können unsere Best Rewards damit beanspruchen und haben gleich alles erledigt für die Woche sozusagen. Sobald Friend 3 ein bisschen gestiegen ist im Preis, werden wir dann das, was wir investiert haben, wieder rausziehen und den Rest dann einfach weiterlaufen lassen. Das schauen wir uns dann aber am Freitag im Bitpanda Portfolio Update dann genauer an, was dann mit der Position passiert ist. Vielleicht geht sie auch ins Minus und wir müssen sie noch ein bisschen länger halten. Kann auch passieren. Nicht vergessen, momentan gibt es ein neues Spotlight. Wenn ihr mindestens 10 Best haltet auf Bitpanda, dann auf Folgen klicken. Dann bekommt ihr einen Airdrop, sobald dieser Countdown abgelaufen ist. Ein paar Stunden danach kommt dann der Airdrop direkt auf eure Bitpanda Wallet. Je mehr Best ihr haltet, desto höher ist euer Airdrop-Anteil. Und ja, es kommen wirklich fast jede Woche neue Spotlight-Tokens. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, da mitzumachen. Das war's jetzt von dieser Folge. Es ging rein um die Gewinnspiele, dass ihr das nicht verpasst. Wie gesagt, bis morgen habt ihr fürs BTC-Halving-Gewinnspiel noch Zeit und bis zum 17. habt ihr es fürs Friend 3-Gewinnspiel noch Zeit, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt ein nettes Kommentar. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das selbst nochmal durchlesen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Start in die Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.